Hallo, meine Lieben, und seid herzlich gegrüßt. Mein Name ist Ivy Kappler und ich heiße euch willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ja, das Thema heute, es geht um die Sensation, die gerade hier auf unserem Planeten passiert. Ich liefere ein kurzes Update zum Aufstieg und der Name des Videos ist Die Spreu wird vom Weizen getrennt. Ja, es geht hier um den Zerfall der Matrix, das große globale Erwachen und kurz gesagt, was passiert aktuell? Und als erstes möchte ich mich bei dir bedanken, dass du durchgehalten hast und natürlich auch, dass du dich entschieden hast, in dieser herausfordernden Zeit hier auf der Erde zu sein und hier mitzuwirken. Wie auch immer du das tust, wir alle leisten unseren aktiven Beitrag dazu. Und wir werden Augenzeuge davon, was global gerade passiert. Wir lassen die Matrix zu Staub zerfallen und mit ihr das alte System. Ja, für das Erstellen meiner Videos investiere ich immer gerne meine Zeit und es ist mir auch ein Herzenswunsch, die Menschen zu erreichen, sie aufzuklären und den einen oder anderen zu inspirieren und vielleicht sogar zum Umdenken anzuregen. Deshalb freue ich mich wie immer sehr über die Bespendung meiner Arbeit. Es geht auf PayPal oder per Überweisung. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, wirklich für alles. Ihr seid so großartig. Ich bekomme so viele liebe Botschaften, Feedbacks und Mailings mit einfach wundervollen Worten, die mich auch in meiner Arbeit weiter bestärken. Ja, ich bin gerade an einem größeren Projekt im Augenblick dran und vielleicht gibt es ja bis Ende der Woche dieses auch schon zu sehen. Ja, ich freue mich wie immer, wenn ihr meine Videos liked, teilt und auch wenn ihr eure eigenen Wahrnehmungen und Gedanken einfach drunter schreiben mögt. Als Kommentar freue ich mich und die Community natürlich auch. So, ja, auch wenn in der aktuellen Zeitqualität wir, also wir als Menschheit, ab und zu dieses Gefühl haben, es passiert nichts oder es passiert wenig Sichtbares, so kann ich euch sagen, dem ist definitiv nicht so. Der weltweite planetare Aufstieg verläuft gut. Und die Erde und die gesamte menschliche Spezies sind am Aufsteigen. Die folgenden Ereignisse, wie auch immer sie jetzt sein mögen, was auch immer jetzt noch kommen kann, das wird den Aufstieg nicht mehr beeinträchtigen und auch nicht mehr verhindern können. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Deshalb geht wirklich hier aus der Angst. Es kann übergeordnet nichts mehr passieren, was ja wie ein Fall ist. Also es wird keinen Fall, kein Herabfallen in eine niedrigere Dichte stattfinden. Und damit einhergehend, und das kann ich ganz klar sagen, werden diese ganzen Pläne, die da irgendwo geschmiedet werden und uns immer wieder gerne ein Stück weit in Angst versetzen, was quasi auf der Agenda steht, all das wird nicht eintreffen. Genauso wurden während der Quarantäne viele versteckte 5G-Masten angebracht. Aber auch hier, ihr Lieben, seid einfach in dem Gefühl, dass diese Masten einfach nicht in Betrieb genommen werden. Und ja, beide Seiten arbeiten gerade an dem, was gerade passiert und eine Seite zieht einfach deutlich den Kürzeren. Und natürlich können sie uns einiges hier präsentieren und hinstellen, aber letztlich ist es doch die Umsetzung, die wichtig ist und die Umsetzung, die wir dann auch als der Mensch, der wir sind, spüren. Und ich finde es schon mal eine wundervolle Nachricht, dass, wie gesagt, hier ein, ja, teilweise ein Haken daran gemacht werden kann. Und
Ja, mir ist es auch wichtig, auf jede einzelne Seele einzugehen, und jede Seele wird in ihrer eigenen Welle aufsteigen. Also Welle für Welle findet ein kontinuierlicher Transmutationsprozess statt. Oft passiert es über Nacht oder in den Morgenstunden, und der sogenannte Nullpunkt, von dem ja viele sprechen, der findet für jede Seele anders statt. Und wichtig ist, dass wir in unserer Kraft sind und dass wir gut für uns sorgen. Das ist das A und O in der jetzigen Stunde. Das Aufstiegsportal ist weiterhin offen, und die Lebewesen, die schon vorher eine höhere Schwingung hatten, die blicken nun tiefer hinter die Schleier des Hier und Jetzt. Und das sind, ich würde sagen, die Lichtarbeiter, die guten Seelen, die Unterstützer, die Menschen, die ihre Liebe und ihr Mitgefühl schon immer gelebt haben oder nach einem bestimmten Ereignis lebten, die betrifft jetzt diese Botschaft, weil es wird notwendig sein und wir werden euch als Unterstützer brauchen, weil es werden auch phasenweise Menschen Schwierigkeiten haben, sich an die neue Realität und die Offenbarung der Wahrheit zu gewöhnen. Und deshalb seid liebevoll und seid geduldig mit euren Mitmenschen. Und ich weiß, ein spirituelles Erwachen stellt man sich immer so blümchenwiesenmäßig vor, doch so ist es nicht, weil es geht viel um Schmerz und sich mit diesem Schmerz zu verbinden. Und auch die anderen, die vielleicht merken, dass es gerade Seelen gibt, die damit zu kämpfen haben, unterstützt euch hier einfach gegenseitig und ja, nährt das Feld und nährt euch gegenseitig. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil in den jetzigen Zeiten hat es uns ja auch irgendwo geholfen, sich miteinander zu verbinden. Im Außen findet sichtbare Spaltung statt. Und das seht ihr sicherlich, auch wenn die Demonstrationen friedlich ablaufen und wenn Parteien gegründet werden. Es gibt immer ein Dafür und Dagegen, und hier bitte ich euch, schaut auf diese Spaltung und seid euch derer einfach bewusst. Ja, es findet auch, und das wird auch immer wieder gesagt und es ist definitiv so, auf ganz, ganz vielen tiefen Ebenen findet eine Schlacht statt. Es gibt auch die Schlacht innerhalb der Medien, also sprich der sozialen Netzwerke und der Feinstofflichkeit. Und aktuell wird dies auch an die Spitze getrieben. Und ihr Lieben, auch wenn es gerade diese Entstofflichung ist, und im Wandel geht es ja auch darum, und das heißt, diese Dinge geschehen, wie sie geschehen. Und der Löwenanteil davon, der passiert außerhalb der Materie. Und auch das ist wieder ein Zeichen, wo wir echt in die Hände klatschen können, weil das ist ein Zeichen der höheren Dichte. Es findet virtuell statt. Und auch diverse andere Kämpfe fanden in einer feinstofflichen Materie statt. Natürlich nicht ausschließlich, doch ich möchte hier betonen, dass für die, die bangen und sagen, ich sehe nicht das, was passiert. Es passiert sehr, sehr viel, aber unter einem Deckmantel und manchmal eben für das bloße Auge so nicht sichtbar. Ja, und hier habe ich noch eine Inspiration für euch, weil ja gerade Bezug nehmend auf diese sozialen Medien, die ganzen Plattformen, auch die Mainstream-Medien, viele von uns verteidigen hier ihre Wahrnehmungen und ihre Weltbilder und auch die ein oder andere Angst. Und das wird in den Netzwerken geteilt. Das wird vielleicht auch persönlich in Gesprächen geteilt oder besprochen. Und bitte versteht hier, dass das eine Illusion ist. Schau dahin.
Es geht schon lange nicht mehr ums Recht haben. Und es bringt weder dir noch dem anderen Sicherheit, hitzige Diskussionen zu entfachen oder hier Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn dein Gegenüber eine ganz andere Wahrnehmung hat. Und hier ist die Energie an der falschen Stelle investiert. Was aber dafür passiert, dass einfach deine Schwingung absinkt und wir verstricken uns dann in Anklagen, werden wütend und vervollständigen eine Palette negativer Emotionen. Zudem raubt es uns auch noch wertvolle Zeit, die wir für sinnvolle und schöne visionäre Dinge nutzen könnten. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber die Zeit läuft gerade sowieso schon gefühlt viel, viel schneller. Die übergeordnete Führung übernimmt immer eure Seele. Und es ist von Bedeutung, diese Illusion, die uns geboten wird, zu erkennen. Und ich sage nicht, dass es immer richtig ist, die Füße stillzuhalten. Und es ist auch schön, Menschen zu sehen, die auf Spaziergänge gehen, die sich für ihre Sache mit Leidenschaft einsetzen. Doch mach es bedacht und mach es friedlich, denn auch das geht. Wir sind doch gerade die Vorreiter und wir möchten doch der Welt auch zeigen, dass all das friedlich funktionieren kann. Und mit Mitgefühl und mit Liebe zum anderen, zu den Mitmenschen, zu den Seelen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, wo man immer wieder auch in sich selbst hineinhören darf. Ja, all diejenigen, für die es bestimmt ist, aufzusteigen, die werden die fünfte Dimension erreichen. Einige benötigen mehr Zeit als andere und einige haben ihre Seelenverträge auch noch abgeändert, um diesen physischen Aufstieg miterleben zu können. Diese Seelen haben eine gute Chance, es noch zu schaffen, sofern auch ihr Körper kooperiert. Und hier auch nochmal mein Appell, seht euch bewusst eure Süchte an. Zucker, Nikotin, Alkohol. Süchte können auch negative Gedanken sein. Gedankenhygiene ist wichtig. Und ja, eigentlich witzig, weil das Video heißt ja die Spreu vom Weizen trennen. Und der Weizen, der uns jetzt angeboten wird, der zu kaufen ist, das ist nicht der Weizen, den es früher einmal gab. Und deswegen verzichtet, wenn möglich, auf diese Getreideart. Also alles in Form von mehligen Speisen. Detoxen hilft. Es helfen auch gerade jetzt, wenn vielleicht der ein oder andere von euch noch betroffen ist von Quarantäne oder Ausgangssperre, wirklich hier auch mal eine Reinigung zu machen, zu entschlacken und ja, einfach gut für sich zu sorgen. Und es kann auch gerade sein, dass du in der Welle bist und dich eben in diesen ganzen ja, Social-Media-Plattformen verlierst. Das kann auch eine Art Sucht sein. Und alles, was du konsumierst, konsumiert dich. Überall da, wo du eine Kontrolle abgibst, da wirst du konsumiert. Das ist beim Kettenraucher so, das ist beim Alkoholiker so. Da geht es nicht mehr darum, dass du das bewusst machst, sondern du wirst konsumiert. Deswegen ganz wichtig, schaut euch wirklich hier eure Thematiken an. Und es war nie leichter als jetzt, hier entgegenzuwirken und hier auf einen anderen, auf einen besseren Weg zu kommen. All die Seelen, die sich entschieden haben, diesen Wandel nicht mehr zu erleben. Und ihr Lieben, ich weiß, es ist für den einen oder anderen traurig, es ist aber eine Seelenentscheidung. Und diese Seelen werden den Planeten die kommenden Jahre verlassen. Es wird nicht alles ad hoc ablaufen. Es sind die kommenden Jahre. Und andererseits gibt es auch Seelen, für die ein Aufstieg geplant war, ihre Seele jedoch weiß, dass es aus physischen Gründen nicht machbar ist. Und ja, hier sind einfach die körperlichen Bedingungen nicht geeignet. Und es ist notwendig,
Also egal in welcher Phase des planetaren Aufstiegs man sich selbst befindet, immer mit diesen Aufstiegsenergien zu kooperieren. Bewusst meditiert, geht in die Stille, lasst die Sonne auf eure Haut scheinen, verbringt viel Zeit mit denen, die ihr liebt, die euch lieben, geht in die Natur, das sollte sowieso Standard sein, täglich einmal draußen in der Natur zu sein. Die Natur ist uns so ähnlich, wir haben hier so viel vergessen. Sie ist Bestandteil von uns auf Zellebene. Ja, und vereinzelte Seelen, die bereits aufgestiegen sind, die werden in anderen Funktionen zurückkommen, wieder auf dem Planeten in der Phase, in der sie benötigt werden, und sie werden auch ihre Erdenreise beenden. Sie kommen dann zurück als Lehrer, Unterstützer mit großem Potenzial und werden auch Visionsgeber sein. Ja, auch haben wir auf der Erde Seelen, die sich verstrickt haben und ihren Seelenplan nicht erfüllen konnten. Und diese Seelen haben es aus verschiedenen Gründen nicht geschafft, die Matrix zu durchblicken. Meistens leben sie im Ego, dem Schmerz- oder Emotionalkörper. Und hier werden die Lichtkräfte sehen, was die jeweiligen Wellen des Aufstiegs mit den Seelen machen. Einige werden mit dem neuen Weltbild Schwierigkeiten bekommen und es wird auch kognitive Dissonanzen geben. Doch das Feld der Möglichkeit ist hier offen. Also es ist noch offen und global sind wir in der Phase der noch nicht vollendeten Pläne. Die sind bereits in höherer Dichte natürlich angelegt und werden jetzt Stück für Stück umgesetzt. Und so kann auch jede Seele für sich, auch wenn sie, ich sage jetzt mal, in einer niedrigeren Dichte geschwungen hat, sie kann sich trotzdem entscheiden, ob sie der Erde hier dienen möchte, ob sie hier weiter bleiben will. Es ist ja auch irgendwo ein Stück weit der freie Wille. Und was einfach wunderbar ist, dass in der jetzigen Zeitqualität uns die niedrige Energie schon nicht mehr erreicht. Also es wird hier gesäubert und gereinigt und unser Planet findet Stabilität und die göttliche Balance. Mutter Gaia hat uns alle getragen und genährt. Und es ist für jeden Einzelnen von uns wichtig, egal wo wir gerade stehen, unsere Anbindung an die Erde und auch die Mithilfe zum Gleichgewicht zu schaffen. Viele Seelen auf unserer schönen Erde sind bereits aufgestiegen. Und doch sind sie mit ihrer eigenen Seele noch nicht komplett verbunden. Sie fühlen sich nicht immer, sie kennen ihre Seelenaufgabe nicht und sie fallen immer wieder von einer höheren Frequenz herab. Und euch rate ich, also mit dem Herabfallen meine ich, dass die Schwankung vorhanden ist und dass es nicht eine kontinuierliche Stabilität ist, so meine ich das. Euch rate ich, ladet bewusst eure verstreuten Seelenanteile dazu ein, zu euch zurückzukehren, nach Hause zu kommen, damit auch ihr wieder vollständig werdet und euer größtes Potenzial leben könnt. Eure Power, eure Strahlkraft, eure Essenz, das, was ihr seid, steht zu euren Werten und zu eurer wunderbaren Identität. Und wir alle sind nicht klein, wir sind riesengroß, wir sind strahlend und wir sind wunderbar. Und wenn wir alle wüssten, wer wir sind und aufhören würden, uns zu verstecken mit all den geheilten Aspekten, dann wären wir schon lange im Paradies. Ja, doch dort geht es jetzt wieder hin. Hierzu spreche ich einen Satz aus dem Buch In Resonanz von Jas Mohan, der dich bei deinem Seelenheil oder deinem Seelenplan unterstützen kann. Investiere bitte in dich, denn du bist auch das Kostbarste, was du hast. Ja, der Satz lautet:
Ich bitte darum, dass mein nächster vollkommener Schritt im göttlichen Bauplan sich mir klar enthüllt und mir jetzt sowohl die Mittel als auch vollkommen geeignete Mitspieler zur Verfügung stellt, die sich an der Schöpfung und Verwirklichung dieses Bauplans beteiligen, damit sich dieser jetzt manifestiert. Ja, die Spreu vom Weizen trennen, was heißt das eigentlich? Unerwünschtes von Erwünschtem trennen. Und in der Bibel fand dies im übertragenen Sinne die Bedeutung, das Gute vom Schlechten, das Verwertbare vom Nutzlosen trennen. Und jeder von uns darf dies für sich selbst anwenden. Was in deinem Leben fühlt sich für dich schlecht an? Was fühlt sich nicht verwertbar, nicht tragbar, nicht mehr dienlich an? Komm hier in deine eigene Mitte, denn das ist es, was uns alle weiterführt. Und es ist wichtig, sich diese Fragen zu stellen und es ist wichtig zu reflektieren. Von innen nach außen, von außen nach innen, die Matrix zerfällt, die Erde transmutiert und auch hier wird die Spreu vom Weizen getrennt. Vieles, was nicht mehr hierher gehört, ist schon fast weg und einiges ist schon gar nicht mehr da. Und denk dran, dieser Wandel ist in erster Linie ein feinstofflicher, ein spiritueller. Und ich freue mich, wenn ihr der Weizen seid, am besten der Urweizen, in seiner vollen Kraft und mit all dem angelegten Potenzial, denn das haben wir alle in uns, es steckt alles in uns. Lebt in dieser jetzigen turbulenten Zeit vermehrt im Hier und Jetzt. Und hier können euch auch die Lichtkräfte unterstützen. Und denkt daran, für euren individuellen Aufstieg seid ihr mitverantwortlich. Es ist das eine, dass der Planet Erde sich dazu entschlossen hat und die planetaren Konstellationen dieses Vorhaben begünstigen. Und gerade mit dem Photonenring werden wir auch weiter durch unsere Prozesse angetrieben. Doch auch du bist hier und darfst mitentscheiden, darfst das Geistige in dich einladen, deine Seele komplettieren, deine Frequenzen und das Drumherum spüren, fühlen und transformieren. Und das wird und ist mit Arbeit verbunden. Wir dürfen alle lernen, hinzusehen, mit Mitgefühl, also ein Mitgefühl haben, kein Mitleid, Mitgefühl, und dieses Mitgefühl darf dann wieder in Liebe aufgelöst werden. Ganz, ganz wichtig und auch ein ganz, ganz wichtiger Lernprozess. Ja, meine Lieben, ich bin schon am Ende. Haltet durch, seid authentisch, lasst euch nicht ablenken, bleibt in eurer Kraft und setzt eure Visionen um. Gebt euch Raum für euren eigenen Selbstausdruck. Seid friedlich und freundlich zu allen anderen Wesen, die hier mit uns koexistieren. Wir sind mittendrin und wir sollten uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Fang bei dir an und trage Frieden, deine Liebe und dein Seelenlicht nach außen. Alles Liebe, ich danke euch für euer Sein. Namaste, eure Ivi.